Hallo, mein Name ist Jan Hoffmann. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Video zum Thema Open Data interessieren. Was ist eigentlich Open Data? Open Data oder auf gut Deutsch offene Daten sind alle Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit ohne Einschränkungen weiterverbreitet und weiterverwendet werden können. Was sind nun offene Daten im Tourismus? Das können typische Content-Formate wie Bilder, Texte oder Videos sein, aber auch Punkte, sogenannte Points of Interests, wie beispielsweise Hotels, Restaurants oder Museen. Das können aber auch Linien wie Radwege oder Wanderwege sein, Flächen wie Destinationen oder Schutzgebiete, aber auch dynamische Informationen wie Besucherströme oder Auslastungen, beispielsweise von Parkplätzen oder von Museen und letztendlich beispielsweise auch Wetterberichte. Warum sollten Daten offen sein? Wie sieht das heute aus? Heute ist es so, dass unsere Arbeit hauptsächlich darin besteht, unsere eigenen Websites oder Apps zu pflegen und weiterentwickeln. Das wird sich in der Zukunft ändern. Dort kommt es eher darauf an, maschinenlesbare und strukturierte Daten zu erzeugen, die wir weltweit zur Verfügung stellen und anderen Applikationen oder anderen Anbietern zur Verfügung stellen. Das sehen Sie hier sehr schön an dieser Grafik. Heute ist es noch so, dass die eigenen Kanäle die höchste Bedeutung haben. Die Bereitstellung von strukturierten Daten nimmt aber in der Zukunft sehr stark zu. Wer nutzt denn eigentlich dann unsere offenen Daten? Das sind zum einen nationale und internationale Akteure, die eine hohe Reichweite haben, also eine Reichweite, die viel höher ist als die, die wir selber organisieren können. Das können beispielsweise die Deutsche Bahn sein oder der ADAC, das können Verlage sein, aber auch Buchungssysteme. Ein zweiter Abnehmer ist Google selbst. Wie sah das bei Google aus in der Vergangenheit? Wenn beispielsweise ein Kunde eine Suchanfrage stellte, wurde meistens an erster Stelle oder auch natürlich an den Stellen danach wurden Links dargestellt, beispielsweise zu unserer Website. Das ist seit einigen Jahren schon anders und diese Tendenz nimmt weiter zu. Google baut nämlich an der obersten Stelle, an der sogenannten Position Zero, eigentlich bloß noch seine Inhalte ein. Und diese bestehen wiederum aus strukturierten Daten. Das werde ich Ihnen auch gleich zeigen. Ein dritter Bereich sind die sogenannten Sprachassistenten, egal auf dem Handy, wie beispielsweise Siri oder mit einer Hardware, wie beispielsweise Alexa. Viele Kunden fragen heute schon nach bestimmten touristischen Informationen nicht mehr über eine Website, sondern über solche Sprachassistenten. Was müssen wir tun? Zum einen gilt es natürlich, dass unsere Daten eine entsprechende Qualität haben. Sie müssen also richtig sein, aktuell, vollständig und hochwertig und in Zukunft eben auch strukturiert und offen. Das möchte ich gerne an diesem Beispiel zeigen. Hier sehen Sie einen Beschreibungstext. Hierbei handelt es sich nicht um strukturierte Daten. Es ist einfach ein Fließtext, den Maschinen nicht interpretieren können. Für sie sind es einfach Buchstaben oder höchstwahrscheinlich einfach nur Pixelpunkte. Anders sieht es aus bei diesen Öffnungszeiten. Hier handelt es sich um strukturierte Daten. Die Öffnungszeiten sind nicht als Fließtext dargestellt in einem Beschreibungsfeld, sondern sind getrennt nach Tag, nach Beginn und nach Ende bzw. nach Schließung dieses Points of Interests. Das möchte ich Ihnen hier an dem Beispiel Google zeigen. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, dass Google einen sogenannten Knowledge Graph baut und sich da strukturierter Daten bedient. Hier ist es so, dass ich beispielsweise nach Veranstaltungen in Potsdam gefragt habe. Mir werden gar nicht die Informationen von einer Website angeboten, beziehungsweise ein Link zu einer Website, sondern Google aggregiert die Daten aus strukturierten Daten selbst in seinem Knowledge Graph und zeigt mir hier beispielsweise zwei Veranstaltungen in Potsdam. Ähnlich verhält es sich mit dieser Biosphäre in Potsdam. Hier wird mir auch nicht der Link zur Biosphäre Potsdam als erstes angezeigt, sondern Google aggregiert Informationen aus verschiedenen strukturierten Daten. Der Beschreibungstext kommt hier beispielsweise von Wikipedia. Weiter unten können Sie die Bewertung sehen. Diese kommt beispielsweise von unserer Website Reiseland Brandenburg. Ja, und zu guter Letzt. Auch das hatte ich schon gerade angedeutet, werden strukturierte Daten von Chatbots genutzt, aber auch von Sprachassistenten. Wenn man den Sprachassistenten beispielsweise fragt, wann hat die Biosphäre Potsdam geöffnet, antwortet der Sprachassistent sofort, jetzt noch 2 Stunden. Es ist also nicht mehr notwendig, auf die Website des Anbieters zu gehen, sondern hier wird direkt eine Antwort generiert, und zwar auf Basis strukturierter Daten. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Video. Weitere werden folgen.